Ich will die lange Geschichte. Ich will die lange Geschichte. Erzählt mir alles. Ich bin hier, weil Fahi versprochen hat, Nori zurückzuverwandeln, wenn ich ihm bei einem kleinen Rätsel helfe. Von beseelten Zauberstäben, fliegenden Festungen und seltsamen Träumen war nie die Rede. Das Leben ist voller Überraschungen, nicht wahr? Du lachst. Aber ich hätte auch nicht geglaubt, dass man mich eines Tages aus meinem Kerker retten würde, dass ich ohne Beine Gebirge erklimmen und ohne Arme mit Dämonen ringen sollte. Ich hätte gelacht, hätte man mir erzählt, eine Prinzessin wird dir erscheinen und dir trotz deiner merkwürdigen Gestalt die größten Wunder dieser Welt zeigen. Oh, und wie ich gelacht hätte. Ich auch. Aber das erklärt nicht, warum wir hier sind. Nun, irgendwann wurden Satya und ich getrennt. Unsere goldene Zeit nahm ihr Ende. Als ich schließlich einen Weg fand, die gorische Wüste zu verlassen, waren Jahrhunderte vergangen. Ich wollte wissen, ob Satya es geschafft hatte. Ob sie die große Heldin geworden war, die sie immer sein wollte. Ich wollte hören, wie man auf den Straßen in Ehrfurcht ihren Namen flüsterte. Niemand kennt ihren Namen. Satya Al-Kebir. Satya die Große. Die Heldin, die einst, doch niemand hatte je von ihr gehört. So suchte ich weiter. Ich wollte wissen, was nach unserer Trennung mit ihr geschehen war. Ich folgte der Spur zurück nach Draconia. Ich fand das Tagebuch des Adepten und die Maske des Zeitjins. Doch Sadias wahres Schicksal blieb mir ein Rätsel. Schließlich lernte ich Fahi kennen und bat ihn, mich hierher zu führen. Ein Mann namens Eulrich hatte ihren Rubin aus Draconia entwendet und ihn nach Andergast gebracht. Er hatte die Maske gesucht, um seine verstorbene Frau zurückzuholen, doch hatte er nur den Edelstein gefunden. Ist all dies wirklich wichtig? Ich finde schon. Ich will jetzt alles richtig erklärt bekommen haben. So zum Schluss nochmal alles schön aufgelistet. Bitte, sprecht weiter. Wozu brauchtet ihr den Rubin? Wozu die Maske? Warum das alles? Ich wollte alle Relikte von Satyas Verschwinden zusammentragen, und endlich verstehen, was mit ihr geschehen war. Sie hätte verdient, dass wenigstens ich wusste, wie ihr Leben zu Ende ging. Es gab nur ein Problem. Ich bin ganz furchtbar mit Rätseln. Darum brauchte ich Fachkundige, die mir halfen, es zu lösen. Die jedes Detail verstanden hatten und nun heute ausreichend vorbereitet sind. Ausreichend vorbereitet? Fachkundige? Um was zu tun? Um Satyas Geschichte fehlerfrei zu Ende zu erzählen. Ist es nicht unwichtig, wie sie starb? Sie ist tot. Daran können wir auch nichts mehr ändern. Du irrst dich. Ihr werdet gleich sogar bestimmen, was mit ihr geschah. Ich verstehe nicht. Der Garten des Vergessens, Geron. Ich habe das Tagebuch zu Ende gelesen. Satya ging nach ihrer Rückkehr in den Garten des Vergessens und kam nie wieder heraus. Alles, was in dem Garten geschieht, ist nicht geschehen, bis man sich davon erzählt. Und da Satya seit jenem Tage in Vergessenheit geraten ist, wurde ihr Schicksal nie zu Ende erzählt. Und damit auch nie vollendet. Ist er selber mal in den Garten gegangen? Vielleicht lebt sie dort noch. Wenn dort die Zeit gar nicht vergeht, vielleicht lebt sie dort noch und wartet auf ihn. Ich habe den Garten nie verstanden. Geron, alle Ereignisse im Garten bleiben ohne Folgen für die Außenwelt, als seien sie nie geschehen. Erst wenn jemand glaubhaft von den Ereignissen erzählt, wird die Erzählung wahr. Aber zeigt sich irgendwann, dass er gelogen hat oder sich irrte? Wird ihn Satinavs unsichtbare Hand für diesen Frevel bestrafen? Darum dürfen wir nicht irren. Ich denke, ich habe unsere wundersame Zusammenkunft genug erklärt. Bist du bereit, Geron? Einen Moment noch. Also, wir sollen jetzt entscheiden, was danach passiert ist. Aber vorher habe ich echt noch ein paar Fragen. Was ist mit Nori? Kannst du sie bitte jetzt verwandeln, bevor sie wieder weg ist? Weil ich wette, bis wir die Geschichte erzählt haben, ist sie weg. Ihr verspracht, am Wasserfall Nori zurückzuverwandeln. Und das werde ich auch. Aber erst bringen wir Sadias Geschichte zu Ende. Okay. Was hat es mit der Inschrift auf der Grabkammer auf sich? Du meinst den Stein und den Skarabäus? Fahi glaubt, die Inschrift sei der Schlüssel zu allem. Aber so treffend sein Gespür auch sein mag, in diesem Falle irrt er. Das Rätsel ist offenkundig nur eine verschrobene Randnotiz, ein beiläufiger Fleck auf einem sonst monumentalen Gemälde. Es bedarf keiner weiteren Klärung. Man hatte Satya in die Grabkammer mitgenommen,
um sich banale Schriften vorlesen zu lassen. Und stolz wie sie war, weigerte sie sich. Das ist alles. Was? Das Rätsel war die ganze Zeit unwichtig? Ist das dämlich. Und Fahis Rolle? Was ist Fahis Rolle in alledem? Fahi ist ein Mann mit vielen Talenten. Er hat einen Sinn für Geschichte und er ist gut im Lösen von Rätseln. Außerdem hatte er einen Karren und ein Zelt, in dem ich mich auf meiner langen Reise verstecken konnte. Er hilft mir, das Rätsel zu lösen und dafür beschütze ich sein Geschäft vor Plünderern. So ist unsere Abmachung. Er ist also tatsächlich harmlos? Fahi ist der harmloseste Mann, der mir in meinen 3000 Jahren je unterkam. Es tat mir leid, ihn zu versteinern, aber nur so ließ er sich vor deinen Mitbürgern retten. Er redet was von 3000 Jahren, aber 2500 davon war er in der Grabkammer eingesperrt. Also, und 450 davon oder so stand er alleine in der Wüste rum. Also so viel Menschenerfahrung hat der gar nicht, wie er behauptet. Möchte ich nur mal so in den Raum stellen. Von seinen 3000 Jahren ist er seit 50 Jahren vielleicht oder so unterwegs oder so. Ne? Die Restzeit stand er irgendwo alleine rum. Ja, und Breeder? Was ist mit Breeder? Wieso bist du hier, Breeder? Satyas Geschichte hat nichts mit dir zu tun. Geron, es gibt hier nichts mehr für mich. Man hat mich als Deserteurin verurteilt. Meine eigenen Gefährten jagen mich. Und der einzige Fluchtort, der mir noch bleibt, ist hier. Oh. Bitte, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst, lass es mich zu Ende bringen. Es wird sicher alles wieder gut. So gut, wie es die Welt einst war, wird es nie wieder sein. Was? Also erstens hat sie jetzt alles aufgegeben in der Magierakademie, okay. Aber was meinte sie jetzt mit dem letzten Satz? So gut, wie es einst war, wird die Welt nie wieder sein? Ominös. Was, wenn einer von uns Satyas Geschichte beendet und sich irrt? Wenn Satinav erfährt, dass die Erzählung gar nicht wahr sein konnte, so wird er sie ungeschehen machen und den Erzähler des Frevels schuldig sprechen. Keine Angst, Geron. Wir werden uns nicht irren. Ich habe alles genau durchdacht. Nun gut. So stelle die Maske zurück auf die Büste meines alten Meisters und lass uns beginnen. Okay. Das ist die Büste. Oh, nee, aber mir wäre es echt lieber, wenn wir jetzt erstmal Nuri zurückverwandeln würden. Es sei dir gedankt, Geron. Seid ihr nun soweit? Ja. Okay. Lasst es uns hinter uns bringen. Danke, Geron. Wer von euch beiden tritt nun vor und wird die Geschichte zu Ende erzählen? Wenn einer was falsch erzählt, ist der... Na? Der Stab soll es machen. Komm, wir machen es. Ich werde es tun. Sehr wohl. Ich werde euch nun von Satyas Gang in den Garten erzählen. So wie es im Tagebuch des Adepten steht. Höre genau zu. Am Ende musst du mir sagen, wie die Geschichte endet. Nach ihrer Rückkehr vom Schlachtfeld war Satya nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie hatte das Grauen der Niederhöllen gesehen. Ein Ozean des Untergangs und des Todes. Sie hatte als Einzige überlebt, doch die restliche Welt kümmerte es nicht. Satyas großer Traum war gescheitert. Wie ein Geist wandelte sie durch die Hallen Drakonias. Sie aß nicht, sie sprach nicht und sie schlief nur, wenn die Erschöpfung sie dazu trieb. Am vierten Tage erblickte sie ein junger Adept an der Schwelle zum Portal. Er fragte, wohin sie denn gehe. Es sei kalt in den Bergen und sie könnte sich verirren. Worauf sie antwortete: Ich gehe in den Garten. Mein Bewusstsein vernichten. Sofort rannte der Junge zum Luftadepten, doch kam alle Hilfe zu spät. Als sie den Garten betraten, fand man nur noch die Maske. Daneben Satyas Rubin. Von ihr fehlte jede Spur. Aus Angst, Satinav herauszufordern, wurde beschlossen, den Vorfall zu vergessen. Niemand durfte auch nur darüber spekulieren, was an jenem Tage geschehen war. Maske und Rubin brachte man nach Drakonia. Der Garten wurde versiegelt und Satyas Schicksal geriet in Vergessenheit. Bis zum heutigen Tage. Es ist nun an dir, Geron, ihre Geschichte zu beenden. Aber bedenke, ein Fehler und es wird schlimm ausgehen. Ich weiß. Satya betrat also den Garten.
Hätten wir vorher speichern sollen. Sie setzte sich hin. Sie setzte sich auf den Boden. Auf den Stein. Sie holte die Maske hervor. Sie holte die Maske hervor? Dann zögerte sie einen Moment und überlegte, ob sie wirklich das Richtige tat. Und dann blickte sie in die Maske. Sie blickte in die Maske und... Verwandelte alle Pflanzen in Stein kann nicht sein, weil wir wissen ja schon, die haben dann hier nachgeguckt und es war nicht so. Jetzt ist halt die große Frage. Las die Zauberformel, um alles zu vergessen und ist dann aufgewacht, rausgeklettert und woanders hingegangen und keiner hat mehr was von ihr erfahren, das wäre eine Möglichkeit. Oder sie sprach den Namen des Zeit-Djinns. Aber was hätte sie dann gemacht? Was hätte sie dann sich von dem gewünscht? Oh, warum müssen wir das jetzt entscheiden? Was denkt ihr? Hat die wirklich ihre Erinnerung ausgelöscht? Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich vielleicht was gewünscht hat. Nämlich, vielleicht hat der Stab den Absturz ja doch nicht überstanden. Und sie hat sich gerade gewünscht, dass er es doch überstanden hat. Und dann ist sie davongegangen. Wäre das möglich? Was denkt ihr? Dass es so ein Plotfest ist, der Stab hat es gar nicht überstanden und nur durch ihren Wunsch wurde er zurückgeholt? Ich weiß es nicht. Und... Sie las die Zauberformel. Prägte sie sich ein, setzte die Maske auf und zerstörte ihr Gedächtnis. Warum sagt Brida das? Wieso hast du mich unterbrochen? Ich hatte Angst, du könntest sie falsch zu Ende erzählen. Anschließend verschwand sie wie ein seelenloser Geist in den Tiefen des Gartens und wurde nie wieder gesehen. Es ist vollbracht. Ich hatte immer gehofft, es wäre anders gewesen. Doch habe ich mich wohl geirrt. Weint ihr? Natürlich weine ich. Meine Prinzessin ist gerade gestorben. Ich schätze, das war's dann wohl. Das war doch jetzt das Ende, oder? Ja. Nein. Da Satya die Maske benutzt hat, befinden sich nun all ihre Erinnerungen in der Maske. Und damit auch der wahre Name des Zeit-Djinns. Sie holt sie zurück? Was tust du? Sie holt sie zurück? Vdan, Faskadan, Esplas, Dekadan, Morilor, Gras, Ferelguran, Il, Bemutir, Gerul, Felan, Yuntir, Katan, Felontir, Sodan, Moniamlost, Monuatum. Ah, man hat mich geweckt. Der Zeit-Djinn. Sag mir, Kind. Was ist dein Wunsch? Es tut mir leid, Geron, aber es gibt in dieser Zeit nichts mehr für mich, als hätte es hier jemals irgendetwas für mich gegeben. Es gibt keine heldenhaften Prinzessinnen, keine uralten Grabkammern, keine fliegenden Festungen, nur ewiges Spalierstehen, Latrinendienst und eine Belanglosigkeit nach der anderen. Wann sind die goldenen Zeiten nur verloren gegangen?
Als Prinzessinnen noch von Schlachten träumten und die Welt noch erfüllt war von Magie. Ich wünschte, es wäre alles so wie früher. Dein Wunsch ist mir Befehl. Breda! Das Mädchen ist nun fort. Ihre Sehnsucht herrscht nun über ihr Sein. Es ist meine Aufgabe, diese Sehnsucht zu erfüllen. Auf dass die graue Gegenwart verlösche und Vergessenes neu geschehe. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ich dachte, wir hatten ein Happy End. Was? Oh nein. Der Wald beginnt sich zu verändern. Was hat sie getan? Geron, komm schnell. Nimm den Stab mit. Kannst du nicht? Oh, wer rettet jetzt Nuri? Geron, ich habe nachgedacht. Das ist schön, aber das bringt uns nichts mehr. Breda hat Satyas Geschichte zu Ende erzählt. Sie hat Satya die Maske aufsetzen lassen und ihre Erinnerungen ausgesaugt. Im Garten des Vergessens. Damit ist alles genau so geschehen. Und mit dem Rubin hat sie dann Satyas Erinnerungen ausgelesen. Ich meine, Breda hat das getan. Und jetzt ist sie besessen vom Zeitdschinn. Und... Beruhige dich erstmal. Ich soll mich beruhigen? Wir müssen etwas tun. Richtig. Und das können wir nur, wenn es uns gelingt, zu beweisen, dass Breda sich irrte und dass Satya nicht die Maske aufsetzte. Du vergisst, es gibt immer noch einen Teil des Rätsels, den wir bis heute nicht gelöst haben. Der Skarabäus? Als ob ein unsinniges Rätsel uns alle retten könnte. Hast du eine bessere Idee? Sieh dich um. Wir befinden uns hier in einer Nachbildung der Grabkammer. Vielleicht findest du irgendwo den entscheidenden Hinweis. Bringe ihn mir. Und vielleicht können wir das Rätsel ein für alle Mal lösen. Und dann sagen wir, sie hat nicht ihre Gedanken gelöscht, sondern sie hat sich irgendwas gewünscht. Und wenn wir das beweisen können, oder so, können wir das alles rückgängig machen. Ja, nö, klar, ne, der sitzt da. Bringe mir alles und dann lösen wir das. Also du. Bringe mir alles und löse es selber, dann tue ich so, als hätte ich es gemacht. Genau. Gucke hier, suche da, bringe mir. Ah, endlich etwas Wärme. Ja, echt, ey. Was auch immer geschieht, bleib bitte hier. Mach ich. Ich muss sowieso etwas ausruhen. Fliegen ist lustig, aber so anstrengend. Gott, ich hoffe, wir schaffen es am Ende auch endlich mal, sie zu verwandeln. Da liegt der Rubin. Grab. Noch nicht. Der Zeitdschinn würde mich sofort in Stücke reißen. Seht ihr irgendwo etwas, was man anklicken könnte? Das ist zu stabil. Wozu? Ich würde den Stab gerne nehmen, aber der ist kein Hotspot. Oh. Haben wir wieder so einen Screen erwischt, auf dem man einfach nichts sieht. Vielleicht bringt er der Rubin irgendwas. Alles, was ich gefunden habe, war der Rubin. Gib ihn mir. Giacomo Nauta hat mir erzählt, dass du ein Magiedilettant bist. Ist das wahr? Ja, ich kann Sachen kaputt machen. Nun, auch ich kann ein wenig zaubern. Wenn ich etwas in der Hand halte, kann ich kurze Blicke in dessen Vergangenheit erhaschen. Oh? Das war der Hauptgrund, weswegen der Stab mich als seinen Gefährten wählte.
Dann wollen wir doch mal sehen, welche Geschichte mir dieser Stein erzählt. Nicht noch eine Rückblende, ich hab die Schnauze voll, ey. Das ist seltsam. Als der Rubin nach Satyas Verschwinden im Garten gefunden wurde, hatte er einen Sprung. Und der Umkehrspruch, den der Erzadept in ihn eingewoben hatte, war gänzlich verschwunden. Die Magier mussten ihn komplett neu einwirken. Aber da ist noch mehr. Ich sehe einen Palastgarten und darin zwei Kinder. Ach was, hat sie dann doch noch weitergelebt und hatte Kinder? Das hier ist eine Brosche aus Mengbilla. Mein Vater hat sie mir geschenkt. Darf ich sehen? Da. Und hier ein Rubin aus den Zwergenstollen im ehernen Schwert. Wie schön er ist. Wenn ich einmal Kalif bin, werde ich alle Schätze Avestans in meinem Palast versammeln. Fasar wird strahlender sein als zu Zeiten der großen Mogule. Meine Untertanen werden mir bis in alle Ewigkeiten zu Füßen liegen. Du wirst ein guter Herrscher sein, Kasim. Die Geschichtsbücher werden noch lange von dir erzählen. Siehst du das Zeichen auf meinem Arm? Es ist die Kalligraphie meiner Herrschaft. Das Zeichen meiner Dynastie. Die ganze Welt wird sich vor diesem Symbol verneigen. Große Zeiten stehen uns bevor, Satya. Wahrlich große Zeiten. Ich sehe einen Prinz und eine Prinzessin miteinander spielen. Er versucht, sie zu beeindrucken. Was könnte das bedeuten? Die waren gar nicht Geschwister. Die haben nicht miteinander geredet wie Geschwister. Und er hat gesagt, mein Vater, nicht unser Vater. Wenn sie auch die Tochter des Kalifs gewesen wäre, hätte er gesagt, unser Vater. Satya und der Prinz waren einst befreundet. Warte, da ist noch mehr. Etwas geschieht. Eine Palastwache kommt dazu. Wie jämmerlich du doch bist. Sag mir, wie viele Männer waren es? 20? 30? Ganz Fasar. Du machst mir Freude, Satya. Mehr als ich mir erhofft hatte. Der Prinz quält die Prinzessin. Die Wache hält sie fest. Sie ist ihm hilflos ausgeliefert. Aber warum? Wird wahrscheinlich etwas verbrochen. Ich schätze mal, sie ist nicht seine Schwester, sondern wirklich vielleicht einfach nur irgendein Straßenmädel, was dort eingebrochen ist, um was zu klauen oder sowas. Hat ihn dann zufällig getroffen, die haben angefangen zu spielen und dann kam kam eine Wache und hat sie gepackt. Und der fragt noch, wie viele Männer waren es, also die sie gejagt haben oder so, oder an denen sie sich vorbeigeschlichen hat oder sowas. Irgendwie. Kann das sein? Vielleicht hat sie etwas verbrochen. Schließlich lassen sie von ihr ab. Sie bleibt allein auf dem Hof zurück. Was machst du da? Tätowierst du dich etwa selbst? Ich schreibe meine eigene Dynastie. Weißt du überhaupt, was das Wort bedeutet? Dynastie? Du kannst Größe nicht einfach in dein Blut schreiben. Entweder du wirst damit geboren oder nicht. Ich werde es dir beweisen. Glaubst du etwa, du könntest jemals größer werden als ich? Du bist lustig. Wachen! Werft sie zurück in die Gassen, in denen ihr sie gefunden habt. Mit ihr habe ich meinen Spaß gehabt. Dann holt mir ein neues Mädchen. Okay, sie ist nicht eingebrochen, sie wurde reingeschleppt. Satya war überhaupt keine Prinzessin. Sie war nur ein einfaches Straßenmädchen. Na und? Ich weiß auch nicht, aber... Dann konnte sie die Inschrift gar nicht lesen. Sie konnte die Inschrift gar nicht lesen. Verstehst du nicht? Die Lösung des Rätsels. Satyas Worte vor der Grabkammer. Es lag alles auf der Hand. Sie hat die ganze Zeit bloß so getan? Ach so... Wir haben uns selbst an der Nase herumgeführt. Und nun, geh in die Grabkammer und sage es dem Djinn. Dann wird alles wieder gut.
Breda! Oder wer auch immer du bist, komm heraus! Warum stellst du dich ihrem Wunsch in den Weg? Sie ist unglücklich. Sie sehnt sich zurück in eine Zeit, als alles noch gut war. Gerade du solltest das doch verstehen. Aber es spielt nun keine Rolle mehr, was du denkst. Das Ritual ist fast vollendet. Aus dem Steineichenwald erwächst ein neues, altes Reich. Nicht, wenn ich beweisen kann, dass Breda sich geirrt hat. Und sie hat sich geirrt. Satya ging in den Garten. Sie nahm die Maske und sprach die Formel. So ist es geschehen. Und so wird es sich auch niemals ändern. Doch, hör zu. Lass mich von vorne beginnen. Satya betrat also den Garten. Sie setzte sich und holte die Maske hervor. Sie blickte in die Maske. Und dann sprach sie deinen Namen. Oder verzweifelte? Und sprach deinen Namen. Nein. Hätte sie mich geweckt, ich wüsste davon. Sie wollte meine fremde Macht nicht. Sie wollte sich mit eigener Hand vernichten. Darum las sie die Formel. Und alles kam so, wie es jetzt ist. Warte! Sie blickte also weiter in die Maske. Und verzweifelte. Und verzweifelte an sich selbst und an ihrer Unfähigkeit. Warum sollte sie verzweifeln? Sie hatte mein Versprechen des seligen Vergessens. Alles, was sie tun musste, war, die Zauberformel zu lesen. Nein. Sie kann die Zauberformel gar nicht lesen, weil sie kein Alt-Tula-Medisch oder wie auch immer das Zeug heißt, lesen kann. Der Stab hat ja bloß ihr einmal die Formel quasi vorgelesen und sie hat es nachgesprochen, ne? Sie kann dieses Alt-Tula-Medisch-Zeug gar nicht lesen, weil sie gar keine Prinzessin ist. Sie ist ein Gossenmädchen. Sie hat das nie gelernt. Sie konnte nicht lesen. Es tut mir leid, Breda, aber Satya war nicht so strahlend, wie du glaubtest. Sie war gehetzt und kopflos. Sie wollte ihre eigene Vergangenheit vergessen und jemand anderes werden. Sie war keine Prinzessin, sondern nur ein einfaches Straßenkind. Und als solches konnte sie noch nicht einmal lesen. Nein. Erwischt. Verzeih mir, Breda. Es ist schade, dass Breda dafür jetzt bestraft werden musste, aber... Das war's dann wohl. Das Rätsel ist endlich gelöst. Warum so ein langes Gesicht, Geron? Ja, mein Freund, was plagt dich so? Nichts. Warum seid ihr überhaupt so fröhlich? Satyas Schicksal hat sich als falsch herausgestellt. Ihr seid nicht schlauer als zuvor. Wohl wahr. Oder vielleicht auch nicht? Ach, lasst gut sein. Ich hab das Rätselraten satt. Ja, bitte, Nuri retten. Jungen endlich in Ruhe, Halef. Erfülle ihm seinen Wunsch. Ja, lass ihn endlich in Ruhe. Ja, Reisen ist schön. Ich will endlich ans Meer. Warte noch einen Moment. Es liegt nun an dir, mein Freund. Möchtest du, dass ich sie wieder zurückverwandle? Ich kann ihr allerdings nur ihren Körper wiedergeben, nicht ihre Erinnerung. Nein, verwandle sie trotzdem zurück. Sie soll doch jetzt nicht als Krähe leben. Dann wird sie 2 Tage später von einer Katze gefressen oder sowas. Ich habe so viel dafür gekämpft. Los! Ich will, dass wieder alles beim Alten ist. So sei es. Ziel erreicht! Ja. Und bumm, direkt ins Feuer gefallen. Direkt mit dem Kopf ins Feuer. Nuri, kannst du mich hören? Was ist? Wer bist du? Ich heiße Geron. Wie fühlst du dich? Komisch. Mir ist kalt. Was ist passiert? Komm ans Feuer und ruh dich aus. Dann erzähle ich dir alles, wer du bist, woher du kommst und was für wunderbare Abenteuer wir beide erlebt haben.
Abenteuer? Alles begann letzten Herbst. Krähen hatten das königliche Schloss befallen. Und König Efferdan bat mich, ein Mittel gegen die Plage aufzutreiben. Okay, Suche führte mich zu einer merkwürdigen Höhle. Nahe eines Wasserfalls. Also müssen wir nochmal Teil 1 spielen. Nee. Oh, und so Gott. Endet die Geschichte. Wusstet ihr, dass es so kommen würde? Was weiß ich, was ihr wirklich geplant hattet und wo euch das Glück entgegenkam. Ich hätte bis heute schwören können, dass die Maske euch zerstörte. Aber dass das nicht sein kann, wissen wir ja jetzt. Nur damit ich jetzt gleich keinen Fehler mache. Es gab genau 2 Möglichkeiten, was damals mit euch geschehen konnte. Die erste, die wahrscheinlichere, hat sich ja nun als falsch herausgestellt. Bleibt nur noch die zweite. Puh. Ich darf mich nicht irren. Und los. Als Satya in den Garten ging, hatte sie die Maske bei sich, aber keinen Rubin. Doch als man die Maske fand, lag dort einer. Nun mag es sein, dass das Satyas Rubin war, der zuvor von dem Prinzen in den Garten geworfen wurde. Aber was, wenn es ein anderer war? Oje, oje. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Satinav? Ich sage, es gab nicht einen, sondern 2 Rubine. Der echte ging verloren. Der falsche wurde von den Magiern aus dem Garten geholt und befindet sich nun hier in meiner Hand. Satya konnte zwar nicht lesen, aber mit meiner Maske konnte sie zaubern. Sie konnte Pflanzen in Stein verwandeln. Sie konnte Menschen in Stein verwandeln. Was ist ein Rubin anderes als bloß ein weiterer Stein? So, und nun zu euch, meine Liebe. Sie hat sich in den Rubin verwandelt. Ihr seid in die tiefsten Gräber gestiegen. Und ihr habt die höchsten Berge erklommen. Ihr habt mit Windgeistern getanzt und mit Dämonen gerungen. Von den Göttern verlassen, von der Zeit vergessen. Charizard, eure Zeit ist nun endlich gekommen. Oh, doch noch ein schönes Ende. Oh, das war schön. Das war schön. Ach ja, sie hat sich selbst in einen Rubin verwandelt. Ja, okay, das macht Sinn. Solange keiner das Gegenteil beweisen kann, ist alles gut. Ach ja. Und das ist jetzt leider tatsächlich auch das Ende dieser zweiteiligen Reihe. Gibt leider keinen dritten Teil. Und ja. Müssen wir dann mal schauen, dass wir nächsten Sonntag spielen. Könnt mir gerne wieder ein paar Vorschläge zuschicken. Ich habe da noch so einige Point-and-Clicks rumliegen. Also wenn ihr keine Vorschläge habt, dann suche ich was raus. Allgemein könnt ihr mir gerne immer Vorschläge zuschicken. Die packe ich dann auf meine Wunschliste und wenn die im Angebot sind, kaufe ich mir die. Aber ich muss sagen, die Reihe hat, ja, die hat Spaß gemacht. Also, natürlich wieder mal, wie bei jedem Point-and-Click, gab es ein paar Rätsel, an denen bin ich verzweifelt. Die hätte ich ohne eure Hilfe oder ohne Online-Nachschlagen nicht geschafft. Garantiert nicht. Aber im Großen und Ganzen war das eine schöne Reise. Ich hatte Spaß. Gott, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja. Muss mal schauen, ob wir jetzt noch was machen. Ich würde nach dem Abspann den Stream erstmal ausmachen, um diese Runde jetzt zu beenden. Und dann überlege ich mir, ob wir dann abends jetzt nochmal für eine Stunde was Kleines machen. Ist ja jetzt auch schon fast um 8.
jetzt nochmal einen neuen Stream anfangen, weiß ich nicht. Ihr könnt ja gerne mal was reinschreiben, ob ihr vielleicht nochmal eine Runde Fatal Zone sehen wollt oder sowas. Oder im Discord, weil ich mache halt gleich einen Stream aus. Könnt ihr gerne mal in Discord reinschreiben, wollt ihr nochmal eine Runde Fatal Zone oder reicht das für heute Abend oder für den Tag? Wir haben jetzt auch schon wieder 9 Stunden 44 durchgestreamt. Ist ja auch ganz schön belastend. Für mich und für euch. Ja, das war's, ne? Memoria. Schade. Wäre cool, wenn es noch einen dritten Teil gäbe. Hätte gerne noch mal ein paar Abenteuer mit Nuri und... oh Gott, wie hieß er denn jetzt noch mal? Geron. Mit Nuri und Geron gesehen. Ja. Gut, Leute. Dann sage ich jetzt erstmal, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen ersten Advent. Vielleicht kommt noch mal ein kleiner Stream hinterher, vielleicht auch nicht. Das wird jetzt spontan entschieden. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Rutsch jetzt in die nächste Woche rein. Und dann sehen wir uns natürlich in der Woche wieder zu Fatal Zone, 7 Days to Die. Und mal schauen, vielleicht fangen wir auch mal wieder ein bisschen bei Pokémon an. Aber da habe ich keine Eile mit. Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das Enton und der Döskorb. Tschüss.